Das ist Sarah. Nach einem Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre arbeitet sie seit knapp 5 Jahren im Personalbereich eines Telekommunikationsunternehmens. Seit 2 Jahren als Teamleiterin. Um ihre Qualifikationen gezielt auszuweiten, studiert sie berufsbegleitend den Master of Business Administration Performance Management an der Leuphana Professional School. Um den angestrebten Mastertitel zu erlangen, benötigt sie 300 Credit Points. Credit Points? Das ist die Währung der Hochschulen, in der der Umfang von Studienleistungen berechnet wird. Ihr Erststudium, der Bachelor BWL mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern, ist in dieser Währung 180 Credit Points wert. Der von ihr gewählte MBA Performance Management bringt ihr weitere 60 Credits. Sarah bleibt also eine Lücke von 60 Credit Points. Diese Lücke ist das sogenannte CP-Delta. Die Professional School lässt Sarah mit dieser Lücke nicht allein. Alle Studierenden mit CP-Lücke werden gezielt beraten. Und für jeden gibt es gleich eine Reihe an Möglichkeiten, um die Lücke zu schließen. Besonders begeistert ist Sarah, dass sie sich ihre beruflich erworbenen Kompetenzen anrechnen lassen kann. Da sie seit mehr als 2 Jahren Vollzeit in verantwortlicher Funktion arbeitet, werden ihr nach erfolgreichem Durchlaufen des Anrechnungsverfahrens der Professional School 30 Credit Points auf das Studium angerechnet. Die verbliebene Lücke von 30 Credit Points füllt sie mit weiteren Angeboten der Professional School. Mit einer einwöchigen Studienreise ins Silicon Valley im Wert von 10 Credit Points, mit einer erweiterten Masterarbeit im Wert von 15 Credit Points und mit einer 5-teiligen Webinarreihe zum Thema Sicherführen in Veränderungsprozessen, um die letzten fehlenden 5 Credit Points zu sammeln. So schafft es Sarah nicht nur, ihr Studium nach Plan zu beenden, sondern sammelt noch zusätzliche Erfahrungen und entwickelt zusätzliche Qualifikationen.